Hier ist Fred von FatSpielen.D und ich begrüße euch bei der zu der nächsten Partie Walk of Dry The Frozen Throne. Ich werde mich mal heute um eine Request kümmern, die es ja nun wahrlich in sich hat. Und zwar werde ich den Gegner belagern. Okay, wir schicken also erstmal all unsere Leute als Milizen ganz nach vorne, weil wir da natürlich jetzt bauen müssen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also das ist eine Request sowohl von Bad Raster, der hat gesagt, ich soll eine komplette Basis um die Basis des Gegners herum bauen. Und ich glaube, das hat auch jemand anders gesagt. Genau, Danny Licht hat auch gesagt, ich soll den Gegner belagern und ausbluten lassen. Wollen wir mal schauen, ob das hier klappt. Hier ist also die Basis des Gegners. Wir werden jetzt versuchen, dort herumzubauen, alles zu machen. Nicht nur Tower Rush, sondern tatsächlich die komplette Base dort zu bauen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das hinhaut. Ich werde mein Bestes geben. Und gleich sind die auch aus der Milizform weg. Und dann können wir das Ganze auch machen. So, ich werde mal zwei auch auf die andere Richtung Seite schicken. Ja, andersrum, Leute. Das ist ein bisschen auffällig. So, mit dem Tower sollten wir vielleicht tatsächlich anfangen, sonst wären wir nämlich gleich fertig gemacht. Okay, und ihr zwei geht mal hier nach rechts und werdet das dann auch weitermachen. So, hier ein Altar brauchen wir natürlich auch. Also, komplette Base habe ich so auch noch nie gemacht. Ist nur wieder eine ganz, ganz andere Nummer hier, würde ich sagen. So, ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit wir kommen. Und was dabei rumkommt. So, erster Tower. Na komm, mit etwas mehr Gold, dann könnte ich den tatsächlich... Oh, Holz brauche ich jetzt natürlich auch. Ja, jetzt ressourcentechnisch ist ein Problem. Vielleicht soll ich einen Worker tatsächlich wieder zurückschicken, sonst kriegen wir hier echt ein bisschen zu sehr Probleme oder noch mehr sogar. Mal gucken. Auf jeden Fall hier den ersten Tower. Na komm schon, wenigstens der. Boah, okay, alles klar. So, den haben wir gemacht. Und jetzt geht's hier an die Ressourcen. Ja, das wird echt mal was ganz Witziges. Und hier Spannung von Sekunde 0. Das ist auch geil. So, ja, hier muss ich echt mal total auf Holz gehen. Sonst kommen wir ja gar nichts zusammen. Und was kann ich als nächstes machen? Na, hier wird schon Mondbrunnen da. Der scoutet jetzt und sieht jetzt wahrscheinlich gleich. Ah, hier Ultim des Krieges. Wahrscheinlich sieht er gleich erstmal, was ich hier mache. Echt geil. So, jetzt holen wir uns gleich einen Archmage ins Haus. Das ist immer gut, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, das ist also unser Tower. Die komplette Base um die Gegner rumbaut. Ihr habt echt immer geile Ideen. Sachen, die richtig Spaß machen. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Bin sehr, sehr gespannt, wie weit wir hier kommen. Sieht ja im Moment ganz, ganz gut aus. Haben jetzt auch immerhin schon einen Tower hier am Start. Und hier glaube ich jetzt auch genau die maximale Anzahl an Leuten in der Goldmine. Das heißt, von der Echo her läuft es jetzt auch. So, ich könnte eigentlich ein Sägewerk, klar, brauche ich ja auch. Ne? Wir wollen hier auch Holz sammeln. Und dann kann ich auch gleich mal meine ganze Base hier weiterbauen. Sehr geil. Geile Request von euch beiden. Bin echt gespannt, wie weit wir hier kommen. So. Ausbau abgeschlossen, zwei Türme stehen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und mein Held ist jetzt auch da, kann jetzt gleich mit dem Water Elemental ein bisschen rumstressen hier und gleich weiterbauen. Eine Kaserne, die fehlt uns natürlich auch noch. Einheiten wollen wir auch bauen. Und dann schauen wir mal. So, Sägewerk steht. Gut, dann können wir auch noch einen Shop bauen, würde ich sagen. Obwohl, noch einen zweiten Dings sollten wir vielleicht auch machen. Oha! Da sehen wir gerade, wie er hier auf meinen Worker geht. Das gefällt mir nun gar nicht. Geil. Echt geil. Ihr habt Ideen. Ich bin begeistert. Aber er ist nicht blöd. Er ist nicht blöd. Meine Water Elemental hat er gerade versucht zu dispellen mit seinem Wisp. Das ist ja möglich. Aber wir hauen hier schon ganz schön gut rein. Also das ist nicht ohne. So, haben wir eigentlich schon einen Shop jetzt gebaut? Nee, ne? Den müssen wir natürlich auch noch machen, würde ich sagen. So, ein Shop. Ist der schon Level 2? Ja, der ist schon Level 2. Nicht schlecht. Der macht sich hier ganz schön bemerkbar. So. Da geht's aber schon ein bisschen wieder schon existenziell hier. So. Ja, hier sollten wir auch noch einen Tower wahrscheinlich auch bauen, ne? Ja, ja, hier die rechte Seite ist ein bisschen wehrlos. Immerhin, die Kaserne steht. Aber jetzt muss ich langsam auf meinen Helden aufpassen. Der macht nicht mehr lange mit. Der muss jetzt mal hinten rum kommen und wir schauen, wie es weitergeht. Ich will nicht wissen, was der gerade denkt. Der ist wahrscheinlich gerade völlig außer Rand und Band hier. Was wir hier gerade machen. Nicht schlecht. So, erster
Footy ist da. Ich komme hier rechts gar nicht mehr durch übrigens. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt fehlt uns auch noch Gold und Holz und alles. So. Oh, ich brauche unbedingt einen Heal. Ich brauche unbedingt Heal mit meinem Archmage. Jetzt habe ich auch immerhin genug. Ah, jetzt hat er natürlich schon gleich eine Glewe gebaut. Der ist echt nicht blöd. Er ist gegen Nachtelf sowieso jetzt natürlich sehr, sehr hart, weil die haben ja gleich zu Beginn Belagerungswaffen. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das heißt, da muss ich jetzt echt schauen, wie ich da noch gegen ankomme. Jetzt muss ich wahrscheinlich echt Einheiten pumpen ohne Ende, sonst wird das ja gar nichts mehr. Also vielleicht noch eine zweite Kaserne bauen. Das wäre vielleicht eine gute Idee, ja. Anders kommen wir da wahrscheinlich gar nicht ran. Oh, jetzt kommt schon da die zweite hin. Ja, der ist nicht blöd. Der ist nicht blöd. Der macht das genau richtig. Geht jetzt voll auf Belagerungswaffen. So dass ich hier echte Probleme habe, das zu deffen hier. Da ist er genau auf der richtigen Fährte. So, immerhin, wir kriegen jetzt hier, die eine Glewe ist schon kaputt, aber die andere, die muss noch sterben. Und jetzt haben wir hier weitere Probleme, weil ich langsam, ja genau, mit meinem, der kriegt gar kein Heal mehr. Oh, gut, jetzt muss ich aber stehen bleiben. oh Mann, heftig. Oh, ja, diese eine Nummer da. Macht uns das jetzt gerade kaputt? Ich brauche jetzt auch hier nochmal mehr Mana, damit ich da noch weiter gegen ankomme. Ah ja, jetzt wagt er sich ein bisschen weiter nach vorne. Aber das kann uns helfen. Da können wir nämlich jetzt nochmal ran. Ja, aber der hielt sich jetzt natürlich auch mit den Wisps. Da gehen wir gleich mal auf die Irwische selbst. Schauen mal, ob wir das klein kriegen. Ja, das sieht auch gut aus. So, jetzt können wir alles wieder raufhauen auf die Glewe. Glewenwerferin hier. Oh ja, sehr, sehr gut. Und er sagt schon GG. Und da wollen wir doch gleich mal mit einstimmen, würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Die Belagerung hat gesessen. Meine Leute, meine Freunde. Das war mal eine richtig geile Sache. Sehr, sehr cool. Ist ja Hammer, dass das so gut geklappt hat. Bin selber fast ein bisschen überrascht, aber ich freue mich. Und ihr habt eine schöne Demonstration dieser Taktik gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fred von Fettspielen.